regelmäßig Einschläge von Gummersbach. Gibt es da auch in irgendeiner Form eine Erklärung, vielleicht außer den Nerven? Erstmal hat der VfL Gummersbach heute dagegen gehalten, so wie sich das für einen Bundesligisten auch im letzten Spiel, wenn es um nichts mehr geht, gehört. Und das haben wir heute zu spüren bekommen. Die haben richtig zugelangt, die haben vorne das Tor gewollt. Die haben sich hier vernünftig verabschieden wollen und das haben die auch gemacht, aller Ehrenwert, VfL Gummersbach. Und wir haben das zu spüren bekommen leider und hatten auch selbst nicht unseren besten Tag in der Abwehr. Also da hat das Zusammenspiel im Mittelblock nicht so funktioniert, wie es eigentlich sonst unsere Stärke ist. Und deswegen haben wir heute auch mal 35 Stück bekommen. Also wir hätten ja heute, das haben wir gewusst, mit mindestens 10, 11 Toren gewinnen müssen. Das ist uns nicht gelungen und ja. Leider müssen wir herzlichen Glückwunsch Kiel sagen und nicht zu uns selbst. Also ist halt so. Kann ich vielleicht ein Stück weiter rein?